Ich hatte eben schon gesagt, aus technischen und theoretischen Gründen wird Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung zusammengenommen. Natürlich ist das zuerst mal auch was Verschiedenes. Und wir schauen uns erstmal die lerntheoretische Gemeinsamkeit an. Die befindet sich gewissermaßen in der Differenz. Beides, die außerschulische Jugendbildung wie auch die gesamte Erwachsenenbildung, unterscheidet sich von der Lernorganisation an allgemeinbildenden Schulen als Pflichtschulen. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass eben in Deutschland, und das ist nicht der einzige Staat, also die einzige Möglichkeit, es gibt Staaten, in denen das nicht so ist, gibt es eine Schulpflicht. Und wer die nicht erfüllt, der wird mit Ordnungsstrafen belegt und in manchen Gegenden der Republik auch mit der Polizei abgeholt und in die Schule gebracht. Das heißt Pflichtschule. Der Sinn dieser Pflicht liegt darin, dass der Staat glaubt, dass alle Menschen, die in diesem Staat funktionieren, als Staatsbürger, aber eben auch als Arbeitnehmer, als Menschen, die am Erwerbsleben teilnehmen, bestimmte Dinge wissen müssen, zum Beispiel Lesen, Schreiben, Rechnen, aber eben noch viele andere. Und das muss gelernt werden und dafür gibt es eine Pflichtschulzeit, die in Deutschland vom 6. bis zum 18. Lebensjahr geht. Das wissen wenige. Die meisten glauben mit dem Ende der Sekundarstufe 1, also dem Abschluss der Hauptschule, Regionalschule, Mittelschule, Mittelstufe des Gymnasiums, sei die Pflichtschulzeit erledigt. Das ist falsch. Da gehen die Leute ja mit 16 runter. Es folgt dann noch eine Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr, die also normalerweise eine duale Berufsausbildung umfasst oder das Gymnasium oder irgendeine Berufsfachschule. So ist das also geregelt. Und erst wenn das 18. Lebensjahr erreicht ist, dann gibt es diese Pflichtbeschulung nicht mehr. Und Sie können sich unschwer vorstellen, dass immer dort, wo man etwas tun muss, dieser Zwang negative Effekte auf das hat, was er da tun muss. Also Schüler müssen, ob sie wollen oder nicht, ob ihnen das Spaß macht oder nicht, montags morgens um 7.55 Uhr erste Stunde Mathematik den Satz des Pythagoras lernen. Sie interessiert das nicht, sie möchten das nicht, aber sie müssen es. Und Sie ahnen schon, in der Erwachsenenbildung und außerschulischen Jugendbildung kann man nicht verordnen, um 17 Uhr, heute kommt ihr und dann machen wir das und das. Also Sie sehen, da gibt es also schon den ersten Unterschied. Der zweite Unterschied liegt darin, das ist eine lebenslauftheoretische Überlegung, dass die biografische Prägung von Jahr zu Jahr, also im Lebenslauf kontinuierlich, zunimmt. Das geht so, dass wir davon ausgehen, dass die neugeborenen Kinder fast nichts wissen. Das ist eine biologische Besonderheit des Menschen, da unterscheidet er sich von anderen Lebewesen. Das Gehirn ist plastisch, wie die Biologen sagen, und es muss alles gelernt werden. Das Gehen, das Stehen, das Sitzen, das Sprechen, alles muss gelernt werden. Das ist nicht in automatischen Programmen, in Gehirnmodulen fest verdrahtet, wie das eben etwa bei Pferden ist. Die können kurz nach der Geburt laufen. Der Mensch braucht dafür, wie Sie es wissen, ein Jahr, bis er das kann. Und das gilt für alles. Und deswegen ist klar, dass also nach und nach immer mehr gelernt werden muss. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass also von Jahr zu Jahr, wenn etwas gelernt wird, dieses Lernen einen Effekt haben kann auf das, was neu dazugelernt werden muss. Das werde ich Ihnen am Beispiel des Konstruktivismus noch zeigen. Und deswegen ist das eben zu berücksichtigen, wenn Menschen eben schon etwas gelernt haben, also die Schule schon absolviert haben, dass sie sich dann lerntheoretisch von den Schülern unterscheiden, die das noch nicht haben, die noch ganz am Anfang ihrer Lerngeschichte stehen.